Moin Leute, herzlich willkommen in Illuminati Games. Der Two-Face Moin ist da, Moin. der Hydro ist da und heute ist sogar noch ein Gast mit im TS und zwar der Simon. Sag Jo, Moin! Sag. So gut, wir machen heute unser erstes Let's Battle Retro und zwar Street Fighter, Super Street Fighter 2 spielen wir. Versus Battle war das, glaube ich. Versus Butler. Geh runter. Gamepad ist echt Rotz. ich kann das Spiel übrigens gar nicht. Ja, wir können das Spiel eigentlich beide nicht. Ja. Jedenfalls. Warum kann ich nicht nach unten drücken? Lacht uns nicht aus. Und ich wurde im TS angepinkt, das ist immer wieder klar. Warum kann ich nicht nach unten? Ich muss mal, unterhalt mal die Leute, ich muss nochmal hier. In den Settings rummachen. Ja, da machen wir kurze Aufnahmepause. La la la. Also kurzer Aufnahmestopp. So, hier sind wir nun. Two-Face hat's hinbekommen. Richtig. Wen werde ich nehmen? Ich werde am Anfang einfach mal. Nehmen wir Chun-Li. In Rot. Okay. In Rot, da du aussiehst wie Barbie, nehme ich Ken. In Schwarz. In Blau. Wow. Blau, bei mir sieht das schwarz aus. So, Attack Level lassen wir so. Select muss man drücken, ja. Ja, genau. Wir spielen bei Edmundo Honda in seinem Badehäuschen. So. Ah, oh, ne, ja, das ist so ein dunkelblaues Schwarz. Hayuke! Das erste, einzigste Wasch. Ah, scheiße. Erstmal ein Safe State gesetzt, falsche Taste gedrückt. Nein, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich krieg's grad nicht hin. Oh, cool. Hör, wann kann die das denn? Ach, Mann. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Oh, so. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie, aber gut ist. Ah, warte mal. Ich hab hier gerade. Ach, guck nur. Ich komme gerade nicht zurecht, weil ich nicht weiß, ob ich mit meinem Analogstick spielen soll oder mit meinem Steuerkreuz. Da komme ich gerade noch nicht. Muss ich gucken. Ah, jetzt gibt's auf die Fresse. Steuerkreuz vor the win und dann einfach Button-Mashing. First Attack. Okay, ich hätte nicht Ken nehmen sollen, die alte Schwucke. Gibt oh, nix. Oh, der war hart. Two-Hit-Combo. Hyancha! Ja, Hyancha, Hyancha. Das war nicht so geplant. Nein, jetzt mach doch mal Dings. Warum macht das nicht? Ich probiere aber auch immer wieder Tricks aus. Ja, und wenn Platzische probiere ich immer weiter und kämpfe halt nicht mehr. Aber gut. Und Two-Face, der Nichtskönner, gewinnt dann sogar, weil er einfach nur drauf rumknöppelt wie ein Bekloppter. In seinem rosa Klatsch. Ja, die Taktik werde ich jetzt auch einschlagen. Und, na schau mal. Ich würde sagen, wir machen Best of Five. Können wir machen, ja. Wen nehme ich? Ja. Frag dich mich auch dazu. Komm, ich nehme mir unten mal die Büchse. Nein, natürlich nicht Büchse. Soll ja nicht Frauenfeindlich. Ich nehme hier Kami oder wie es heißt, Cammy. Ah, komm, nehme ich mal hier den Army-Fuzzi. Den geilen Geil. Genau. So, wo gehen wir hin? Balrog? Nee. Wir gehen nach Hongkong, würde ich sagen. Ja, mach mal. Hongkong! Round 1, fight! Sagt er gar nicht, gell? Ah, was macht nee, ich? Irgendwie. Aua! Aua? Ach, ich bin die Tussi, Mann! Ich guck die ganze Zeit auf den anderen und denk, was macht der denn da? Mach doch mal was! Nein! Ich muss die Tasten anders legen. Okay, wir laden ein Safe State und zwar sind wir jetzt wieder bei Rio, bei Ken und der anderen Alten. Und zwar in der ersten Runde. Naja, gut. Ja, halt egal, nochmal fertig. Die zählt jetzt nicht. Nochmal fertig? Guck mal, er kann nur springen und treten. Ich kann auch hauen. Ah, ist nochmal Glück gehabt. Und flachlegen kann ich nicht, du. Ey, ich muss die Finger von den Tasten. Ich hab die ganz doof liegen. Noch von meiner. Kann man nicht mit Startselect einfach wieder zurück? Aus Fun gespielt hab. Was meinst du? Geht das nicht? Kann man mit Startselect nicht einfach wieder zurück? Nee, schade. Komm, kriegst direkt eine Keule.
Ach, gucken, wie er einfach nur da rumzappelt und macht mich so auch noch tatsächlich fertig. Ach, aber der kennt das doof. Obwohl, der macht ja dasselbe wie Ryu, aber ich komme mit Ryu besser zurecht. Jedenfalls das Letzte, aber du hast bestimmt Ryu ist auch einfach seit unserem Probegame. Nee, eigentlich nicht, aber hätte ich mal machen sollen. Ja, also nochmal. Genau. Nimmst du wieder den geilen Geil. So, ganz wo genau. Waren wir? Hongkong hatten wir, gell? Hongkong. Also wieder in Hongkong. Und probieren es jetzt nochmal. So, ich bin die Tussi, aber drauf muss ich mich konzentrieren. Ich darf jetzt nicht auf den anderen gucken. Boah. Oh, oh, das war ein fieser Kick. Das auch. Jetzt macht er den bestimmt wieder nur. Guck mal, nimmt er sogar Deckung und spielt hier auf Pro-mäßig. Na, natürlich. Ich kann doch nichts. Ah, der trifft ja nicht. Nein! Ja! Oh! Blutgrätsche war das. Fitzelchen. You win! Unglaublich sowas. Hinten die Drachen machen vor den Krach, oder sind das Drachen da hinten? Ja, ja. Pokémon. Da guckst du dir an hier. Oh, oh, jetzt macht er hier Perfect, hä? Nein. Ah, doch nicht. Ha, nein. Ha. Nein! Geh weg! Ja, da hab ich dich abgefangen. Hab ich dich Wolle genommen. Oh, guck nur. Oho. Oh. Du wusst ja richtig. Ja, du. Ah, Gleichstand schon mal. Ja, ich weiß, wen ich nehme. Den wollte ich das letzte Mal schon nehmen. Und zwar der Ede. Edmund Honda. Ja, ich nehme mal hier Pylon. Weiter geht's so, lang. Wo gehen wir denn hin? Kommen wir gerne nach Russland, oder? Ja. Von Zangief. USSR. So. Der erinnert mich auch an Fei Wulong aus Tekken hier. Komm her. Was hat denn der für ein Geräusch gemacht? Wie witzig das aussieht. Ich kann mal hier was Cooles machen. Ja, ich wie Bud Spencer. Ah ne, so nicht. Komm mal meine Brust. Wie sie mich ausbuhen. Ich wollte gerade sagen, jubeln die oder buhen die? Boah. Warum laufe ich denn auch noch direkt rein? Oh, was machst du denn jetzt? Ja, als hättest du die Kraft, mich Tonne zu werfen. Ja, ist doch gut. Ey, natürlich, siehst du doch. So geht das. Ha, 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 ha. Ah nein, das war zu tief. Boah, die Schlange! Bam. Verdammt. Der lange Arm. Edmund Stoiber hat gewonnen. Der eine ist da schön am Saufen. Na, Mann. Cool. So, 2-1 steht es. Nehmen wir mal Blanka. Ah, Zangief, der alte Bärencatcher. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Mexiko? Ja. Waren wir schon in Mexiko? Warum nicht? Nee. Wir gehen nach Mexiko. Den Siesta halten. Genau. Sag mal, der konnte auch irgendwas. Der konnte irgendwie so einen Überhaken. Also ja. Weg. Dropkick. Bam! Boah. Vor allem habe ich jetzt meine Tastenbelegung umgelegt, jetzt kriege ich hier nicht mehr den Stromschlag hin. Ah ja, komm mit deinen langen Haxen, ey. Bam. Und nochmal ein finaler Dropkick. Batz! Boah.
Mit Ansage. Aber du siehst auch irgendwie nicht so ganz gesund aus, ne? Von der Hautfarbe. Ich meine, bei mir ist das ja so monstertechnisch bedingt. Ja, der Kalle ist ein Russe. Denkst du, der ist hier sonnengebräunt oder was? Der kommt mal weiß diesen nicht. Hammer. Ich muss mal ein bisschen wild rumwirbeln und gucken, was passiert. Obwohl, dann verliere ich wieder nur, wenn ich irgendwas versuchen will. Ah. Button Machine! Butt Machine, da hast du mal mein Butt gespürt. Geh doch weg. Komm her. Oh, scheiße. Fett. Och ja. Ja. Don't overdrive. Ich will dir wenigstens noch eine Keule verpassen. Bart, da war sie. Na, wollte ich gerade zuhauen. Yeah. Ja, ja, dich nicht mit dem Monster an, du. Nicht zu früh. Komm her. Ja, was war denn das? Keine Ahnung. Ich habe übrigens ein sehr witziges Video gesehen von, wie hieß denn der YouTube-User? College Humor, glaube ich. Da kann man sehen, was die ganzen Street Fighter jetzt so machen. Okay. Oh, nein, da ist Zengif ist Hausmeister und Reinigungsfachkraft, yes, in einem Spielcenter. Du meinst Facility. Blanka. Ja, man kann sich auch schön reden. Und Blanka arbeitet als Elektriker. Okay. Und Blanka ist übrigens der Mann von Chun-Li. Echt? Was Ken so ein bisschen ankotzt. Chun-Li, ja. Wer waren das nochmal? Die, ja, hier. Die du am Anfang hattest. Die alte. Ja, genau. Ja. Aber ja, sehr witzig gemacht, ey. Auf jeden Fall sehr cool. Boxduell? Boxduell? Ja, dann nehme ich hier den hier, oder was? Oder ist der Kickbox? Ach, das ist ja der Boxer, stimmt. Das ist ja der komische, ja, ne, Boxduell, ja. Go, go. Okay. Ich zieh mein gelbes Kleidchen an. Und ich, orange. Kranfarbe und so, weiß man, ne? Genau. Na, ach so, falsche Taste. Die hier war's. Dann such doch mal dem seine Homestage. Wo kommt der denn her überhaupt? USA kommt er. Hoppsa, jetzt bin ich im Dings verrutscht. Das war geil. Ken Balrog. Da. USA! Da wird der Boxer schon Casino. USA! Ja. Wer bin ich jetzt? Der da. Der rechts. Der nicht ganz so dunkel heute. Oh ja. Ey, das ist aber beim Box nicht so ganz erlaubt, glaube ich. Hör doch auch mal auf! Nichts da! Ach. Oh, schön in die Niere. Ja, weil du mir eine Viertelstunde lang Kopfnüsse gegeben hast. Sonst hättest du verloren. Ja, ich habe die ganze Zeit weitergedrückt. Ich weiß nicht, ob man sich bei Street Fighter da eigentlich immer irgendwie noch wehren muss, aber ich... Wenn du sowas machst, ich klopp einfach immer die ganze Zeit irgendwelche Tasten. Also das mache ich ja sowieso immer, aber... Dir unter die Gürtellinie. Warte, lass dich einmal hauen, ist ja nur... Achtung, bleib mal stehen. Nein! Oh, jetzt gibt er mir wieder 500 Kopfnüsse. Ja, ich kann aber auch nicht raus. Warte mal kurz jetzt. Bleib mal stehen. Guck mal schön. Bam, Tiefschlag. So, jetzt. Ja. Kann ich auch. Ja, gibt er mir einen Haken. Eine schöne Gerade. Ja, wir hatten genau gleich viel. Ja, 3-2 dann, ne? Ich hab einen Videobeweis. Hulk oder was? Oh, dann sind wir ja schon fertig, oder? 3-2 steht schon. 3-2? Tatsächlich. Ja, scheiße. Ja, komm, eins machen wir noch. Ist doch egal. Ja, Chance auf Ausgleich. Genau. Wen nehme ich denn? Wen hatte ich? Hatte ich schon alle jetzt durch? Ne, Bison. Ach, Quatsch, hatte ich schon. Alle kannst du noch gar nicht durchhaben. Psycho Bison. Ich nehme mal hier Vega. Deine Klinge kommt gegen meinen Eisenhandschuh ja mal gar nicht an. Wir gehen. Indien? Fürchte ich auch. Aber komm, wir gehen mal hier auf den Flughafen. Ach, scheiße, ich guck schon wieder auf Vega, Jetzt hast du die Kiste kaputt gemacht. Du bist ein Bauer, ey. Ich müsste mal mehr. Hätte sein können, dass da was Schönes drin ist. Drin. Juhu! So, und Bats. Oh, scheiße! Na!
Fatality. Aber alle Kissen kaputt gemacht. Wir haben es mal geschafft. Mission complete. Können wir aufhören. Nee, du. So, ich bin links, der Rechte. Oh, was war denn das für ein komischer Sprung? Ja. Oh, der kann voll sliden. Gut zu wissen. Bam. Oh, gib dir mir einen Hammer, Alter. Komm her. Du mit deinem scheiß Slide-Charakter. Warte mal, was anderes. Ja, okay, ich würde sagen, damit hast du das erste Battle gewonnen. Yes! Ja, schön. Ja. Dann war's das. Wir werden mal gucken, in welchem Spiel wir uns als nächstes battlen werden. Aber ich hab da schon eine Idee. Man weiß es nicht. Und gebe den Einrad-Tipp, oder, Two-Face? Ja. Fahren wir Einräde? Wobei du mich da auch ganz schön fertig gemacht hattest das letzte Mal, aber es macht schon Spaß, das Spiel. Ja, aber jetzt kannst du es ja auch. Ja, aber ich habe jetzt die Steuerung auch wieder umgelegt, das heißt, ich werde dann erstmal wieder gucken müssen, wie ich dann die ganzen Flip-Tricks und so mache, aber... Wir werden sehen, dann machen wir noch ein Eingewöhnungsspiel und dann, ja, jedenfalls... Ach Quatsch, brauche ich nicht. Ich mache das direkt. Und wenn es dann so wie es letzte Mal ist, dass dann 16-2 steht, das ist ja egal. So, nur kurz das spielen. Läuft. Das war unser dann erster Let's Battle Retro, Leute. Und ja, seid gespannt. Wir werden die Tage auf jeden Fall noch ein paar Parts hochladen. Also immer mal wieder alle Tage ein Part. Und dann müssen wir auch immer wieder gucken, was für Spiele wir dann nehmen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Spiele wir dann spielen sollen, könnt ihr uns die gerne schicken. Ob wir das Ganze dann umsetzen werden, müssen wir dann mal gucken. Aber ja, schickt uns eure Ideen. Und ansonsten war's das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es gut. Das wünsche ich auch. Und tschö, tschö. Ciao, ciao.